Moin Moin und herzlich willkommen zu Dragon Ball Advanced Adventure. Ein Spiel von Bandai Banpresto. Geil, Dragon Ball. Startrücken, Advanced Adventure. Ja, wir fackeln nicht lange hier rum. Ich habe schon mal einen Spielstand gemacht. Kann ich den löschen? Nein, geh einfach auf Spielstand 3. Wir machen Spielstand 3. Ich gehe aber auf Schwierigkeit leicht, weil ich das Spiel mal angetestet habe und ich so ein Noob bei sowas bin. Egal. Gucken wir mal. Spielmenü, Story, Link-Modus, Option. Wir gucken mal Option. Sammlung, Spielstand, Löschen, Sprache wählen. Nein, ist alles gut. Story-Modus. Vor langer Zeit nahm tief in den Bergen ein großes Abenteuer seinen Anfang. Während Goku hart trainierte, kam ein Mädchen des Weges. Sie hieß Bulma und war nicht nur hübsch, sondern wusste auch genau, was sie wollte. Als Bulma den Ball sah, den Goku als Andenken aufbewahrte, machte sie einen Vorschlag. Es war ein hübscher Ball, in dessen Mitte Sterne zu sehen waren. Es war ein Dragon Ball. Dragon Balls waren besondere Bälle und es hieß, wenn man alle 7 vereine, erscheine der heilige Drache und gewähre einen Wunsch. Das ist übrigens die Anfangsstory, wie alles begann hier bei Dragon Ball. Und so begaben sich Goku und Bulma völlig unerwartet auf eine geheimnisvolle Reise, um die restlichen Dragon Balls zu suchen. Oh, wir werden gleich reingeworfen. Wir sind Goku. Bereit? Los! Yeah! Wir können jumpen, jumpen, jumpen. Und wir können. Yeah! Ja! So ein typisches Side-Scrolling-Adventure. Oh, Schweinemenschen! Stirb, Schweinewehrmann! Das ist hart! Ich denke gerade. Da. Ich muss den Sound mal. Ich drehe den Sound mal ein bisschen leiser. Lauter. So, am Sound sehen. Spaß aufkommen hier. Woo! Rennen! Oh, ein Flugsaurier. Wow, aua. Muss man so erledigen mit Sprengen. Ich habe mal kurz reingeguckt hier in das Spiel. Die erste Stage gemacht, mehr aber noch nicht. Ich weiß echt nicht, wie es hier so durchgeht. Bin mal gespannt, weil die Schweinemenschen kommen überhaupt nicht bekannt vor aus Dragon Ball. Die Musik ist aber. Das habe ich schon gleich rausgekriegt. Die ist super geil. Eine Tür. Ah ja, das füllt unser Leben wieder auf. Natürlich sind dann alle Gegner wieder da, natürlich. So, jetzt kann ich aber eigentlich kann ich doch so einen Spezialmove, ne? Da, wenn unten links die Zeile aufgefüllt ist, dann kann Son Goku einen Spezialmove einsetzen, wie ihr gerade gesehen habt. Oh, voll brutal hier. Komm her, du Saurier. Komm her. Die sind ganz fies zu erwischen, die muss man. Im Flug catchen. Mach die Brücke frei, aber ich glaube, ich spinne hier. Der hat mich geschlagen! Der hat Son Goku geschlagen! Nicht schießen, das macht man nicht. Jo, weiter geht's. Das kennt man. One Piece hat da so ein richtig cooles Game von gemacht. Shonen Jumps. Und ich weiß nicht, wie das so ist. Ich bin ja einfach mal so. So genügsam gewesen und hab das mal auf World in Abgrund plumpsen. Hab das mal auf normal gestellt. Aber nee, ist aber. Hey, Sprung will ich schaffen. So. Auf erleicht gestellt, wollte ich sagen. Normal ist das ja gar nicht. Ich will das Spiel ja hier auch schaffen. Nach oben und A. Oh, cool. Oh, ich liebe ja diese japanischen Stimmen, ne? Die sind so toll. Was willst du? Easy peasy. Wegkommst, was ist das denn da für einer? LOL, der hat eine Bombe dabei. Da liegen sie. Die Dinger sollte man im Flug auch nicht erwischen, sonst tut es weh. Geh weg mit deinem blöden Kackding. Oh, Löcher im Boden ist nie gut. Oh, komm her. Ausgewichen. Was? Noch mehr Gegner? Na dann kommt. Was ist das denn jetzt hier? Doch keine Schnitte gegen Son Goku. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie lang diese Story hier ist. Auch wenn er wirklich bis zum Ende, also gegen den Oberteufel Piccolo antreten muss. Das wäre voll cool. Das hätte was. Also auch die Red Ribbon Armee und hast du nicht gesehen, alle sowas.
Pilaf und boah, das wäre alles total geil. Die Musik hat mich auch gleich von, oh, sag mal, vom ersten Moment an geflasht. Finde ich super cool. Ein Wolf! Komm her! Jawohl, hier, da guckst du drauf, wa? Oh, ein Haus. Das ist eine Kapsel. Oh, der Dragon da, 1000 Punkte. Ich will doch keine Punkte sammeln hier. Oh, was soll das denn jetzt? Sag mal, ihr euren Schweinebärmänner hier. Also, willst du mich gerade anfallen, Mann? Wenn du mich anfällst, ne? Ja, genau. Oder noch mehr von euch. Ich will wissen, was da oben... Ah, ein Hähnchen. Yum, 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 yum. Ach, Mann, da kommt man nur so rüber wahrscheinlich. Ja, genau. Und Jump. Der Hintergrund sieht auch total nostalgisch wie Dragon Ball aus. Bin ja mal gespannt, wie lange die Gegner so leicht bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Schweine die ganze Zeit auftauchen. Was ist los? Ah, ich wollte doch gerade sagen, ich gehe doch weiter hier. Ist das Spiel mal voll Spaß. Das ist mal was ganz anderes als das Erbe von Goku oder sowas. Hier kann man echt mal ein bisschen bashen. Was ist denn jetzt los? Hilfe! Ah, die Schildkröte von... Wow! Wer bist du denn? Hey, Kleiner! Gib mir mal diese lecker aussehende Meeresschildkröte. Wenn mich nicht alles täuscht, muss man sich vor dir wohl in Acht nehmen, stimmt's? Was? Willst du mir etwa Widerstand leisten? Jemand wie dir gebe ich sie bestimmt nicht. Unverschämtes Bulk, Blach. Dann fresse ich eben erst dich. Du hast es ja so gewollt. Ach komm her, du. Oh, Sommer. Ich glaube, ich spinne. Yeah. Aua. So. Okay, auf sein Schwert aufpassen. Kicken und weg. Jo, ich spring auf deiner Leiche, du Sack. Gebiet klar. Yes! Es läuft. Auf Bitte der geretteten Schildkröte begaben sich Goku und die anderen zum Meer. Während Goku zum ersten Mal das Meer bestaunte, ging die Schildkröte jemanden holen. Guten Roshi! Hallo, guten Tag. Dir hat meine Schildkröte das Leben zu verdanken, stimmt's? Wer bist du denn, Opa? Ich bin Moon Roshi. Ich möchte dir für deine Tat danken und dir ein nützliches Geschenk geben. Komm her, Überschallwolke. Hä? Du willst mir das schenken? Oh, cool, danke. Was hast du da am Hals hängen? Was? Meinst du diesen Ball hier? Kein Zweifel, das ist dann Dragon Ball. Du hast recht, juppie. Könnte ich diesen Dragon Ball bitte haben? Warum nicht? Ich schenke ihn dir. Hier, nimm ihn. Ich Glückspilz, danke. Ich hab ihn. Und so erhielten Goku und Bulma die Überschallwolke und ein Dragon Ball und wandten sich ihrem nächsten Ziel zu. Sammelgegenstand Überschallwolke erhalten. Nun kannst du mit Goku Himmelskämpfe führen. Cool. Speichervorgang. Gespeichert. Himmelskämpfe, das ist ja geil. Oh, cool. Wir haben eine Map. Gokus Haus. Kamehaus, Oolongs Dorf. Na, dann gehen wir doch mal hin. Als nächstes gelangten Goku und Bulma in ein kleines Dorf, dessen Bewohner von den bösen Oolong terrorisiert wurden. Die Dorfbewohner boten Goku ihren Dragon Ball an, wenn er Oolong beseitigen würde. Also kämpft er gegen Oolong. Und er durchschaute Oolongs Transformationstechnik schnell. Nun wurde bald klar, dass Oolong ein ziemlicher Schwächling war. Mist, jetzt bleibt mir nur eins. Weglaufen! Transformation! Hey, warte! Während Oolong panisch die Flucht ergriff, schwang sich Goku in die Lüfte. Oh, ist das jetzt so ein Luftkampf? Hey! Du kannst mir nicht entkommen. Bereit, los? Tatsächlich! Oh cool, wir können in der Luft kämpfen! Wir müssen gegen Oolong antreten. Ist das cool! Dürfen wir den echt verprügeln! Geil! Komm her, Oolong! Wie lange wartet man auf so einen Moment, ne? Oh, eine Rakete! Bleib stehen! Na, wir warten mal eben. Wow! Sag mal, ich glaube, ich spinne. Du hast doch den Satz nicht gehört, ey.
Keine Chance, Kleiner. Jetzt bist du dran. Jawohl. Schweinenase ist besiegt. Gebiet klar. Ey, das ging ganz schnell. Wie cool. Auch macht das Spiel Spaß. Ich gebe auf. Bitte vergib mir. Du bist wirklich ein ziemlicher Schwächling, was? Und jetzt entschuldigst du dich gefälligst bei den Dorfbewohnern. Okay, Entschuldigung. Ich tue niemandem mehr etwas zu leide. Haha, immerhin verdanken wir dir einen Dragon Ball. Und zwar den 6-Sterne-Dragon Ball. Okay, machen wir uns sofort auf die Suche nach dem nächsten. Goku und Bulma zwangen Oolong, sich ihnen anzuschließen und wandten sich im Besitz eines weiteren Dragon Balls dem nächsten Ziel zu. Speichervorgang, das geht ja schnell. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wüste. Die machen wir auch noch, komm, die machen wir auch noch in der kleinen Pilotfolge hier. Oh, Yamchu! Hi! Wer bist du? Ich bin Yamcha, der Wüstenbandit. Gebt mir alle euer Geld und alle eure Kapseln. Wo wartet ihr? Her damit! Ich bin so hungrig. Ihr Blödmänner, wie ihr wollt. Oh nein, jetzt muss ich gegen Yamchu antreten. Okay, jetzt glaube ich... Wow! Ah, was macht er? Was zum Geier? Ich glaube, ich spinne. Hast du doch nicht alle. Ja, da guckst du doof, wa? Ist ja ausgewichen. Der hat sie doch nicht alle. Du spinnst doch wohl. So, tschüss, du Pisskopf, ey. Glaub, ich spinne hier. Hau ich dir kaputt, ey. Tja, tschüss, ich glaube, ich spinne. Was? Hast du das etwa schon? Was für ein Langweiler, rennt einfach weg. Dabei macht er ja keinen schlechten Eindruck. Aber für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Weiter geht's zum Feuerberg. Oh Mann, warum muss ich auch mit dahin? Speichervorgang gespeichert. Na gut, das war jetzt lahm. Na okay, komm, den machen wir noch. Schließlich gelangten Goku und die anderen zum Feuerberg. Es hieß, im Schloss auf dem Berg wohne der grimmige Rinderkönig. Aber wie sich herausstellte, war der Rinderkönig ein Schüler Muten Roshis. Er bot Goku seinen Dragon Ball an, wenn dieser dafür Muten Roshi holen ginge, um das Feuer in seinem Schloss zu löschen. Als Muten Roshi eintraf, machte er sich sofort bereit. Kamehameha. Oh, boah, episch. Das Kamehameha. Mit seiner Kamehameha-Welle war das Feuer im Schloss im Nu gelöscht. Beeindruckend. Was für eine super Technik, Mensch, Opa. Das musst du mir beibringen. Um die Kamehameha-Technik erlernen zu können, sind 50 Jahre Training nötig. Nun denn, es wird dir zwar nichts nützen, aber ich zeig's dir trotzdem mal. Du musst deine Energie sammeln und mit einem Mal freisetzen. R-Taste, Energie sammeln, dann Taste loslassen. Versuch's mal. Kamehameha. Hey, mein Junge, wer bist du eigentlich? Du bist also Gohans Enkel. Wie geht's Gohan denn eigentlich? Meinem Großvater geht, der ist schon lange tot. Was? Ich verstehe. Komm doch mit zu mir, dann trainiere ich dich. Wirklich? Okay, sobald ich alle Dragon Balls habe, komme ich zu dir. Ich habe ihn, den 7-Sterne-Dragon Ball. Okay, Goku, gehen wir den letzten Dragon Ball suchen. Wollt ihr bereits gehen? Nun, ihr seid mir stets willkommen. Die Einladung nehme ich an. Mach's gut. Speichervorgang. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Seid ihr? Pilafs Schloss. Ah, aber meine Freunde, ich muss diesen Part jetzt kurz zur Hand leider eben beenden. Dieses nennen wir das mal als Pilotfolge. Ich hoffe, es gefällt euch, dieses neue Let's Play. Dragon Ball. Pilafs Schloss machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich sagen, mal lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Duran. Ciao.